Thank you.
mein Liebchen. Hörst du die Jagd, Hörner? Willst du nicht mit mir gehen, die Jagd zu sehen? Oh, Lücker, ich habe keine Zeit. Mensch, es ist doch nicht weit von hier. Lücker zankt nicht. Mein Bruder Richard kommt heute Nacht aus Paris zurück. Ach, Richard ist schon zurück? Aber Kato, Jungferchen, wer weiß, ob wir nicht gar unseren lieben König Heinrich heute zu sehen bekommen. Nein, nein, warte doch, Kato! Kato! Du unartiges Mädchen. Es geschieht nicht alle Tage, dass die Jagd von Fontainebleau bis nach Liesson kommt. Wenn Kato schon wüsste, dass sie heute Abend mit dem König persönlich speisen würde. Doch noch ist es heiter heller Tag und zu Fontainebleau steht der Marquis von Consigny, der Sinn gerade nicht nach Hirsch, sondern nach einer ganz anderen Art von Jagd. Er giert nach der jungen Agathe, die sich aber mit Hilfe von zusammengeknüpften Betttüchern aus dem Fenster seines Schlafzimmers gestohlen hat. Vernarrt in einen dummen Bauernkerl. Consigny hat große Lust, den König seinen Hirsch heute alleine jagen zu lassen, doch wie entgegnet der Herzog von Bellegarde so schön, man muss sein eigenes Vergnügen aufopfern für die Geschäfte. Der König geht vor und wenn hernach noch Zeit übrig bleibt, ja, so kann man selbige dann ja den Frauenzimmern widmen. Zwischen diesem und anderen Histörchen über Verrätereien, Zusammenschwörungen und Verwicklungen rufen die Hörner zum Aufbruch. Schon erscheint Sir Heinrich der Vierte in Jagdkleidern. Man reitet los. Der Hirsch, ein Siebenender, steht in der Dickung von Hallier. Er wird die Herrschaften weit herumführen. Wer weiß, wie weit? Thank you.
Ventre sangris. Wo bin ich? Ich tappe hier schon seit 2 Stunden herum und kann keinen Ausgang aus dem Walde finden. Ich muss ein wenig stehen bleiben und sehen. Zum Henker, ich sehe, dass ich nichts sehe. Es ist meine eigene Schuld. Ich hätte mich nicht so weit von meinem Gefolge entfernen sollen. Und man muss sich jetzt meinetwegen Sorgen machen. Das ist mir noch am verdrüßlichsten bei der ganzen Sache. Ach, ich muss, ich will, denke ich. Ich kann nicht mehr. Es ist finstere Nacht. Der König alleine im Wald, der Hirsch verschwindet. Ein Schuss. Michaud, der tapfere Müller aus Leossin, macht sich auf, die Wilddiebe zu stellen und packt den König am Schlawittchen. Ein verirrter Diener sei er nur, kein Schelm gibt ihm dieser zu verstehen. Prompt lädt Michaud den Fremden zu sich nach Hause ein, wo er von Frau Margot und Tochter Cartot mit Hasenpfeffer verwöhnt wird. Was Sohn Richard denn in Paris zu schaffen gehabt habe, fragt der Fremde, und dass ein gewisser Marquis von Conchigny, dem Müllers Sohn, eine Audienz beim König unter Drohung verwehrt hat, naja, das ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Ventre sangris, sei's drum, der Wein ist gut. Und genüsslich mimt der König den gemeinen Untertanen ohne Schmuck und Verstellung. Er nutzt die Gunst der Stunde. Das spröde Töchterchen Cateau mit Komplimenten zu überschütten. Ihre schöne Hand lässt er gar nicht mehr los. Ventre sangris. Ja, und so nimmt der Abend seinen Lauf. Man serviert Wein so kostbar, man könnte ihm den König vorsetzen. Man gibt Trinksprüche zum Besten auf den großen Geliebten, den tapferen König Heinrich, und nötigt den Fremden dasselbe zu tun. Oder seid ihr kein rechtschaffener Franzose zum Henker? Da stürzt Agathe ins Haus, wirft sich Michaud und Richard zu Füßen, bittet um Anhörung. Mit Gewalt habe sie der Marquis von Conchigny entführt. Conchigny? Es klopft erneut. Es sind Conchigny und Bellegarde, die ebenfalls inkognito im Dorf untergekommen sind.
Mon Dieu, Sire! Ja, der König. Die Historie ist aus. Jeder erhält, was er verdient. Corsini die Verbannung. Agathe ihren Richard. Lucas die liebe Cato. Und jedes Hochzeitspaar 10.000 königliche Gulden obendrein. Dem König gebührt die Schelte, sein kostbares Leben nicht ferner auf der Jagd in Gefahr zu setzen. Großer Gott, hier, ihr Leben gehört nicht Ihnen, nein, Sie sind der getreuen französischen Nation Rechenschaft davon schuldig. Welch ein wahres Vergnügen für einen König. Ventre sans gris.